Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Es ist Monatsanfang und damit Zeit, euch die Geburtstagspost zu zeigen, die ich im letzten Monat innerhalb meines Teams verschickt habe. Und das ist diese Karte. Und ich habe einen ganzen Stapel basteln wollen, möchten, müssen. Und deswegen schnacken wir gar nicht lange, sondern fangen gleich an zu basteln. Wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran, es geht gleich los. Ich hole euch hier auf meinen Basteltisch und dann basteln wir. Hier ist mein ganzer Stapel Karten, die ich versandt habe oder versenden werde jetzt im Juni. Und ihr seht, es ist wirklich ein bisschen was zusammengekommen. Deswegen habe ich zu einem altbewährten Sketch gegriffen, den ich immer wieder in diversen Ausführungen bastle. Und das eignet sich gut für die Massenproduktion. Mein Materialpaket. Ich habe hier Farbkarton Grundweiß, das ist meine Grundkarte, geschnitten auf 29 cm mal 10,5, gefaltet bei 14,5 cm. Wenn ihr das in einer Aufklappkarte in der Buchform haben möchtet, dann braucht ihr einen Zuschnitt von 21 cm mal 14,5 und dann gefaltet bei 10,5. Ich bastle aber gerne in dem Format, weil man die Karten dann dekorativ schön aufstellen kann. Dann habe ich Designerpapier mir genommen. Und zwar ist das unser neues Designerpapier, das zu unseren neuen In-Color-Farben herausgebracht wurde. Und zwar ist das das Designerpapier voller Liebe und Schönheit. Ihr seht, das ist ein wirklich sehr farbenfrohes, sommerliches Designerpapier. Und da brauchen wir bloß einen kleinen Zuschnitt. Ich habe mir einen Streifen rausgeschnitten in 6,5 mal 10,5 cm. Und hier passt es ganz gut, dass ich mir dann den oberen Streifen von 0,5 cm abgeschnitten habe und einfach umgedreht habe. Das passt farblich sehr gut zu dem, was ich gleich verbasteln möchte. Ansonsten bräuchtet ihr einen Zuschnitt von 6 cm mal 10,5 und dann nochmal 0,5 mal 10,5. Man könnte da auch gut Glitzerpapier für nehmen, aber ich mag es ganz gerne, wenn dann nochmal so diese Naht betont ist, dieser Übergang. Und dann fangen wir auch schon an mit Stempeln. Ich habe hier Farbkarton Grundweiß und dazu nehme ich mir das neue Stempelset Sketched Butterflies. Da haben wir auch ein Stanzformset dazu. Schmetterlinge gehen immer und ihr werdet sehen, sie sind diesmal ein bisschen anders gestaltet. Sie sind halt wirklich wie gezeichnet, schraffiert, skizziert und das ist ein Motiv, finde ich persönlich, das eignet sich sehr gut, um es zu embossen. Gar nicht unbedingt, um es zu kolorieren, sondern um es zu embossen. Und deswegen werde ich mir hier als erstes mal die Statik und die Fingertapsen vom Papier nehmen. Ich habe hier noch ein kleineres Stück, wir müssen ja nicht so rumasen. Dann brauche ich meine Versamark-Tinte und den Stempelabdruck. Ich habe mir diesen Schmetterling herausgenommen. Ich habe den noch nicht fertig montiert, deswegen seht ihr jetzt das Motiv auf der Rückseite nicht. Und dann sind frisch bei mir eingetroffen unsere neuen Embossing-Pulver. Ich habe hier die Metallfarben, da habt ihr wieder jeweils ein Döschen Silber, Gold und Kupfer mit da drin. Da ist ein bisschen mehr Füllmenge als bei unseren anderen Döschen, bei unseren alten drinne. Und es ist das reguläre Puder. Es gibt von Wow, das haben wir aber nicht im Sortiment, noch ein Superfine-Powder. Das hätte ich mich gefreut, wenn wir das gekriegt hätten. Aber für diese Motive reichen auch die regulären von Wow. Werdet das vielleicht sehen, es wirkt ein bisschen gröber als unser altes Puder. Ist jetzt aber auch so mein erster Test hier. Hier habe ich nämlich noch mit dem alten gearbeitet. Und ich habe hier ein Stück Farbkarton, den ich mir einfach in der Mitte gefaltet habe, damit ich das Pulver wieder gut zurück ins Döschen schütten kann. Das ist auch ein guter Tipp für Hobbybastler, weil in so einer Dose habe ich mindestens 2 oder 3 von den kleinen drin. Und das ist ein bisschen viel und bis man das aufgebraucht hat, dauert das ewig. Das wird jetzt einmal erhitzt. Das ist mein erster Test mit dem Powder und es macht jetzt nicht den Unterschied bei so einem filigranen Motiv zu dem alten. Also das funktioniert gut und das Ganze wird dann gleich ausgestanzt mit der passenden Stanzform. Ihr habt hier auch wieder zusätzliche Stanzformen mit drin, in so einen flächigen kleinen Schmetterling oder aber auch diese filigranen, die man aus Farbkarton oder Designerpapier auch stanzen kann. Aber natürlich auch wieder, um die Outlines eurer Stempelmotive oder eure Stempelmotive auszustanzen.
So. Einmal positionieren und fixieren. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Stanzmotive. Und zwar brauchen wir noch unser Fähnchen und auch diese Kreismotive. Bei den Kreisen habe ich mir das Produktpaket Spotlight on Nature genommen, aber da nur die Stanzform. Das ist ein umfangreiches Kreisformstanzset mit unterschiedlichen Abschlüssen. Also so gestitchte, dann haben wir hier auch so Lochmotive mit drin. Das sind wirklich schöne Ränder und ganz unterschiedliche Kreise. Also wir haben, die Kreise sind alle gleich groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2x6 Kreise in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Und da nehme ich mir diesen mit dem Lochmuster und auch nochmal den mit diesem, ja, wie will man das unterscheiden, ne? Also ist auch ein Lochmuster, aber ein anderes. Und diesen kleinen Kreis werde ich ausstanzen aus Farbkarton Petunien Pink. Den großen aus Grundweiß. Und dann habe ich hier nochmal Farbkarton Rosé. Da werde ich mir den Schmetterling gleich nochmal ausstanzen. Ich habe aber auch zum Beispiel diese Karte. Da seht ihr den Unterschied. Da habe ich Pfirsichcreme für den unteren Kreis genommen oder für den Kreis aus Farbkarton. Das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Und ein drittes Produktpaket, was man erstmal gar nicht vermutet, sind die Kuschelgrüße. Da habe ich mir nämlich dieses zu deinem Geburtstag herausgenommen. Und in den Stanzformen ist noch ein sehr schönes Fähnchen mit dabei. Deswegen können wir das da gleich kombinieren. Da könnt ihr aber auch super gucken, was ihr bei euch im Bestand habt an kleinen Geburtstagswünschen, die ein bisschen länglicher sind, um in ein Fähnchen zu packen. Und das stempel ich jetzt noch einmal mit Petunien Pink, weil das gut dazu passt. Ich bin heute ein bisschen großzügig mit meinem Papier. Und in den Stanzformen zu den Kuschelgrüßen haben wir, wie gesagt, auch noch dieses Fähnchen, was man sich aber auch leicht selber zurechtschneiden kann. Aber wenn wir schon in der Stanzform haben und das Produktpaket eh verwenden, dann können wir das auch kombinieren. Und jetzt hole ich mir meine Stanzmaschine. Die kleine reicht. Die kleine reicht aber nicht, um mit diesen Stanzformen zu arbeiten. Ihr seht, das passt da nicht durch. Deswegen, die reicht jetzt nur für die Motive, die ich hier bei mir ausstanzen möchte. Aber wenn ihr diese Kreise euch bestellen möchtet, braucht ihr die Standardstanzmaschine. Packt euch auch nicht zu viel auf euren Träger, lieber zwei- oder dreimal ausstanzen, dann passiert euch da nicht viel. Stanzformen haben nämlich auch die doofe Eigenschaft, dass sie gerne mal verrutschen. Also wir brauchen jetzt den Schmetterling noch einmal aus Farbkarton, in diesem Fall Rosé. Und dann habe ich noch meine Kreismotive, wie gesagt, Farbkarton Petunien Pink und Farbkarton Grundweiß. Und damit haben wir alles und können zusammensetzen. Ich beginne erstmal damit, mein Designerpapier aufzukleben. Hier noch einen schmalen Streifen mit drüber setzen. Wenn was übersteht, dann könnt ihr das mit der Schere oder aber, wenn ihr habt, auch mit einem Hebelschneider leicht nochmal nacharbeiten. Dann hat man eine schöne Abschlusskante.
Dann haben wir unser Kreiselement und das zweite Kreiselement, das kommt einfach plan darüber. Unseren Schmetterling werden wir erst noch mal so ein bisschen übers Falzbein ziehen. Auf den unteren, dann bekommt das ein bisschen mehr Dimension. Achtung, dass ihr die Flügel nicht abreißt. Und dann wird er übereinander gesetzt, und zwar nur hier in der Höhe des Körpers. Weil die Flügel sollen ja frei bleiben. Einmal kurz anziehen lassen. Mein Fähnchen setze ich mir auch mit auf. Das setze ich mir so auf, ich habe das jetzt schon häufiger gebastelt, ich weiß, wo ich es positionieren muss, dass es nicht mit den Flügeln in Konflikt gerät, dass ihr den Spruch noch lesen könnt. Deswegen ist der gerade so von der Größe her. Größer hätte er nicht sein dürfen. Und dann setzen wir unseren Schmetterling da drüber mit zwei Mini-Dimensionals auf den Körper. Und das ganze Konstrukt setze ich mir auch nochmal mit Dimensionals auf die Karte. Das mache ich auch erst jetzt, weil ich es jetzt am besten positionieren kann mit dem Spruch und dem Schmetterling, dass das wirklich in einer geraden Linie ist. Einfach mal so ein bisschen drauf gucken. Die Naht wird jetzt fast verdeckt, aber das passt schon so. Und jetzt kann man die Flügelchen so ein bisschen aufstellen. Beim Postversand werden sich die wieder flach drücken, aber das kann der Empfänger sich dann auch selber noch mal so ein bisschen aufstellen. Und dann noch ein bisschen bling bling. Und auch da haben wir passend für die neuen In-Color-Farben die Schmucksteine, und zwar sind das die samtschimmernden Schmucksteine der In-Color-Farben 2024 bis 2025. Ihr seht, die aquatischen Töne sind hier noch übrig und ich musste schon einen zweiten Bogen anfangen. Und da nehme ich mir einfach nochmal in Petunienpink einen großen, einen kleinen und nochmal einen größeren. Ihr könnt das auch mit dem Rosé mixen, wie ihr das gerne hättet, oder ihr nehmt Pfirsichcreme mit dazu. All die Farben haben wir ja hier auch mit drin. Und damit ist die Geburtstagspost für diesen Monat fertig. Das sind alle Karten, die ich jetzt auch schreiben und dann im Laufe des Monats verschicken kann. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Verabschiede mich an dieser Stelle, bleib gesund und kreativ und bis bald wieder auf meinem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.